Hey Leute, G-Max hier und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, liebe Freunde. Und wie ihr schon am Titel lesen könnt, ist es heute tatsächlich die letzte Folge Minecraft Survivor, Leute. Ja, das Projekt endet heute. Es hat sich noch ein bisschen was auf dem Server getan. Wir haben jetzt hier tatsächlich beim Community House ein paar schöne Laternen ergänzt. Haben wir vorhin gemacht, ohne Aufnahme. Fand ich sehr, sehr schön. Ich meine, wie das jetzt hier ausschaut, das schaut jetzt wirklich nach City aus. Das schaut jetzt wirklich nach was aus, definitiv. Lol, der Techbot hat da hinten wohl auch was weitergebaut. Der ist nämlich gerade auch online. Smice ist auch online. Marius ist auch online, Leute. Heute zum letzten Tag irgendwie sind heute nochmal ein paar Leute online. Finde ich geil. Er hat hier einen riesigen Wasseraufzug gebaut, glaube ich. Oh, Leute. Okay. Da müssen wir gleich wahrscheinlich wieder mit Water Magic runter. Leute. Das ist ein krasser Aufzug. Okay. Leute, ist das die maximale Bauhöhe? Locker, oder? Junge, was hat er hier gemacht? Digga, ich könnte ja schnell Pizza in den Ofen machen, so lange geht das hier. Oha, hier in ein 3x3-Loch springen. Ah, lol, alles klar. Oh mein Gott, Leute. Wir werden das nie im Leben überleben, oder? Wir werden das nie im Leben überleben. Ich versuch's. Oh mein Gott, Leute. Okay, hier war dieses Loch. Alles klar, Junge. Was war das bitte? Auf jeden Fall machen wir diese Laternen jetzt nochmal auf der anderen Seite, liebe Freunde. Für heute. Und ja, das soll es dann auch vom Abschluss erstmal gewesen sein, Leute. Wir machen jetzt nichts krass Episches noch. Wir machen jetzt einfach noch ein paar Laternen hin. Essen kurz Brot. So, das waren nämlich hier. Jetzt machen wir erstmal hier die Zäune. 1, 2, 3 und 4. So. Perfekt. 2, 3 und 4. Und dann kommen da diese schönen. Oder machen wir es so? Ja, doch. Wir machen es so, würde ich sagen. Nee. Wir machen den jetzt weg. Und dann würde ich sagen, wir machen das so hier. Und dann so. Und so, da machen wir dann die Laternen hin, genau so. Perfekt, hier noch eine ran und hier noch eine ran, dann sieht das schon mal so aus. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz auf der anderen Seite schauen, liebe Freunde, wie haben wir das mit dem Abstand gemacht? 1, 2, 3 Blöcke Abstand und hier 1, 2, 3, 4 Blöcke Abstand. 3 und 4, Leute, merken, Leute, merken. Mal gucken, ob wir das hier auf der anderen Seite genauso symmetrisch haben. 1, 2, 3 Blöcke Abstand. Machen wir es da. 2, 3, 2, 3. Kurz nochmal Blöcke nehmen. Hier, hier. Nehmen wir unsere Superschaufel und bauen das nochmal ab. Beziehungsweise machen das hier nochmal ran. So, bam. Und jetzt verbinden wir das gute Zeug. Und haben hier ein wunderschönes Gerüst, möchte ich sagen, oder? Ja, genau. Jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. Ja, okay, Leute, das lassen wir jetzt so. Wegen einem Block machen wir jetzt kein Theater, Leute. Das lassen wir jetzt so. Ergänzen das hier so. Und bam. Hängen dann nochmal, wo sich das gut eignen. Nehmen wir nochmal. Hier, ja, hier und hier auf der anderen Seite. Und ja, Leute, einfach nochmal hier und hier. Bam, das sieht doch noch was aus, Leute, ganz ehrlich, das kann man doch mal so machen. Jetzt ist hier das Community auch nochmal viel, viel schöner geworden. Nur durch diese paar Laternen. Ja, Leute, auf jeden Fall ist das Projekt beendet. Das ist die letzte Folge des Projekts. Auf jeden Fall erstmal. Ich bin sehr überrascht, dass das war mein erstes Projekt, wo ich wirklich mir krass Mühe gegeben habe. Das war das erste Projekt auf meinem Kanal, was wir wirklich fortlaufend gemacht haben. Es sind jetzt, das ist jetzt die 21. Folge und ganz ehrlich, ist nicht sehr, sehr lang geworden. Aber auch wirklich nicht kurz. Das war eine gute erste Staffel, Leute.
Mit erster Staffel würde ich sagen, wir machen definitiv nochmal Minecraft Survivor, weil es einfach bockt. Es bockt einfach. Aber jetzt demnächst werden erstmal andere Projekte wieder auf uns warten, Leute. Minecraft Survivor, erste Staffel, das war's damit, Leute. Wir machen das bestimmt nochmal. Wie gesagt, macht ultra, ultra Bock. Ich werde definitiv auch nochmal auf diesen Server ein paar Male streamen auf Twitch. Also könnt ihr da mir gerne folgen und einfach mal ein bisschen, ja, aktiv am Start sein, wenn ihr noch ein paar Szenen vom Server sehen wollt. Definitiv, das ist hier noch nicht vorbei. Das Projekt, nur weil das Projekt beendet ist, hören wir jetzt auch nicht auf, hier zu spielen, Leute. Hier wird noch einiges entstehen. Allein schon da oben mit Techbots Wasserfahrstuhl. Den habe ich gerade auch das erste Mal da gesehen, Leute. Und da wird noch mehr entstehen. Da bin ich mir sicher. Techbot ist sehr aktiv. Und wie wir sehen, ist Smice jetzt auch wieder da. Smice war lange nicht mehr da. Und ja, das soll auf jeden Fall heißen, dass hier noch ein bisschen was entstehen wird auf dem Server, offscreen. Und das werde ich euch bestimmt mal in Twitch-Streams oder so zeigen. Auf jeden Fall an der Stelle möchte ich mich sehr, sehr herzlich bei allen Leuten bedanken, die meine Videos geschaut haben, die an jeden, der geliked hat, an jeden, der abonniert hat, an jeden, der einen Aufruf dagelassen hat. Wirklich, Leute, das ist nicht nichts für mich. Das ist übelst nice, Leute. Es, ja, natürlich, es sind nicht über viele Aufrufe, Leute, ganz ehrlich. Aber ich freue mich, dass es Leute interessiert hat, dieses kleine Survival-Projekt von uns, Leute. Das war eigentlich eine spontane Sache und dass das dann nochmal was wirklich sehr gebracht hat. Es ist wirklich nice. Ich freue mich sehr, sehr darüber. Auf jeden Fall danke an euch, Leute. Ohne euch wäre das nicht möglich, meine Zuschauer. Und ja, ich bin einfach mega glücklich. Es hat Spaß gemacht. Es hat übel Spaß gemacht. Die paar Livestreams, die wir hatten. Wer da aktiv dabei war, hat mich sehr, sehr gefreut. Die Videos haben übelst gebockt. Also wirklich, es war nice. Auch Dankeschön an Maze Mage, Dankeschön an Smice, Dankeschön an Dragonfire P, Dankeschön an alle Mitglieder des Servers, die mit mir auch aufgenommen haben, vor allen Dingen. Einfach nice. Es war ein geiles Projekt, geiles, kleines, kurzes Projekt. Und ja, Leute, das war's. Ich hoffe, euch haben alle Folgen gefallen. Ich hoffe, euch hat Minecraft Survivor gefallen. Wie steht ihr zu einem neuen, zu einer neuen Staffel in einem halben Jahr oder so? Keine Ahnung. Schreibt es gerne in die Comments. Würde mich sehr, sehr darüber freuen und würde mich sehr interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Zu einer zweiten Staffel. Demnächst, ich werde wieder anfangen mit Minecraft Hardcore, Leute. Es geht vielleicht sogar morgen oder übermorgen los. Die erste Folge kommt online und Reactions werden kommen. Also GTA, Minecraft. Einfach alles und es wird wieder richtig losgehen, Leute. 2022 hat ja gerade erst begonnen, aber ich weiß schon, dass dieses Jahr jetzt nochmal richtig alles zerfetzen wird auf meinem Kanal. Auf dass wir noch weiterkommen mit. Ja, auf dass wir einfach noch weiterkommen und ich möchte mich auf jeden Fall ganz herzlich bei euch bedanken. Das war's mit der letzten Folge Minecraft Survivor. Es war jetzt keine epische Folge, es war einfach jetzt nur Verabschiedung und nochmal Danke sagen an euch alle. Auf jeden Fall lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mich unterstützen wollt, würde mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag noch und bis dann, euer G-Max.